Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Simmerport mit Fabian LP. Ja, wie ihr seht, ruckelt es. Ne, haben sie gerade hier den Zaun fertig gebaut und ich habe gesehen, unser Tor war genau auf der Grenze. Das haben wir ja bestens geplant. Deshalb sollten wir jetzt das hier abreißen können. Sollte kein Problem sein, ohne Sicherheitslücke. Und innen drin der Zaun eigentlich... Ne, ich will es nicht kaufen. Was hat er jetzt da erfasst? Hä? Ah, da habe ich schon was aktiviert, hä? Ja, schauen wir einfach mal später, was vom Zaun übrig geblieben ist. Würde ich mal sagen. Wir waren ja immer noch hier zugange. Oh, das möchte ich dann heute Nacht umrüsten. Das wäre so das Ziel. Und jetzt könnten wir ja hier vorne weitermachen. Wir haben ja die blaue Zone oder genau auf die blaue Zone kommt die Wand. Also darauf. Also das heißt hier. Bis dahin auf jeden Fall. Und das ist... Na toll. Der hat eben... Man muss dann sekundenlang warten und dann reagiert er erst auf den Klick. Wenn es so Probleme hat beim Rechnen. Das ist so das Ding. Gut. Das kann man eigentlich alles auch weg hier. Der Baum muss erstmal auch weichen. Und der Mülleimer auch. Ja, natürlich müssen wir auch den Müll woanders hin verfrachten. Wir kriegen ja hier auch Platz wieder. So, jetzt kommt der Unterschied zu Airport CEO. Hier zahlst du für eine Straße 8000. Was meiner Meinung nach nicht mal so unrealistisch ist eigentlich. So, bei Airport CEO, da zahlen wir 3000 für die 20 Meter lange Straße. Straße, könnte man meinen. Naja, das macht ein bisschen der Unterschied. Hier kämen wir dann die Startbahn. Es hat aber noch nicht Platz für die ganze Startbahn. Also wir müssen wieder mal das Land erweitern da. Oh. So. Geht's jetzt mal hier. So, von da bis dahin hätte ich gerne eine neue Foundation gebaut. Da in der Mitte kann das eigentlich weg hier. Wieso spiele ich auf einmal? So, komm. Es ruckelt nicht mal weniger auf einmal, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das machen wir weg. Aber so langsam ruckelt es nicht nur vom Bauen, sondern auch von den Leuten. Was ich auch verstehen kann, also... Gut, wir hätten jetzt den letzten Flughafen mal auf den Patch laden müssen. Mal schauen, was dann passiert wäre. Aber es kann natürlich schon... ja, immer noch so sein. So, und jetzt sehen wir hier... die Leute haben mehr Platz, sich hier zu verteilen. Und hier dazwischen ist, glaube ich, der Zweierabstand nicht mal so schlecht. Glaube ich. Weiß es nicht. So, da seht ihr richtig, dass ich da noch was gesehen habe. Hallo. Also gerade ist es wirklich unspielbar. Warum kann ich nicht der Airport CEO spielen heute? Ja, er sagt jetzt, es sei nicht secure, aber er hat keine Anbindung zu einem Eingang. Das ist das Problem. Er ist völlig abgezäunt.
Okay, die Wand kommt hier, haben wir gesagt. Das können sie auch noch bauen. Und hier können wir dann den Weg rumbauen. Ach Gott. Ich weiß, ich sollte ja zwischen den Folgen bauen. Aber ich kann nicht immer alles zwischen den Folgen bauen, weil sonst habe ich ja keinen Inhalt mehr für das ganze Let's Play. Also, muss ich auch sagen. So, hat's gewählt. Gut. Und wir haben ja immer noch einen positiven Cashflow, muss man ja auch noch sagen. So, jetzt eigentlich kann ich ja das wegmachen, weil wir haben jetzt die Grundmauern haben wir ja gemacht. Die Grundvoraussetzungen. So, weg damit. Hier kämen dann, wie ist das unten? Zwei solche mit einem Abstand, Mauer und Zweier mit Abstand 4. Okay. Da seht ihr schon, wie ich das perfekt gebaut habe, oder? Das kann kein anderer besser bauen. Hier. Ja, und weiter geht's noch nicht hier. Jetzt, wenn sie dann hier fertig sind, können wir hier einerseits den Zaun entfernen. Und dann müssen wir wirklich den Abfallmüll wegpacken und auch die Delivery muss dann eigentlich weg. Wow, ist der Regen strömen heute. Jetzt wird es aber dann gerade Nacht und da möchte ich aber als erstes eher das hier noch umbauen. Das ist, glaube ich, besser. Und Bag 1, da ist gerade nichts zu tun. Das reißen wir gerade ab, dann muss der gar nicht mehr meinen, er könnte da was machen. Oder die kann ich sogar lassen. Eigentlich, warum habe ich alles abgerissen? Eine interessante Frage, denn ich setze es ja nur zwei nach oben. Ich muss ja nur jeden um eins erweitern. Ja, ich bin schon blöd in manchen Momenten. Da habt ihr absolut recht. So. Sie sind gerade mal da angekommen. Aber sie bauen auch nicht schön Reihe nach. Also in Airport CEO habe ich schon das Gefühl, dass da schön der Reihe nach gebaut wird. So wie man es platziert, wird eins nach dem anderen gebaut. Und ja, der Effekt, da kann man sich streiten, wenn jetzt... Ich vergleiche es jetzt halt immer mit Airport CEO, weil ich das jetzt gesehen habe, wie das da so läuft. Aber so dieses plastische, fertig gebaut sein, das ist jetzt auch nicht meins unbedingt. So, der kommt weg. Dazu auch noch das da. Mal die Zeit ein bisschen runter hier. So, das ist angebunden. Dann haben wir hier den nächsten, der kommt... Hier. Er speichert. Dann machen wir den weg und den auch. Denn jetzt scheint mir der Flughafen ein bisschen verlassen. So, und dann müssen wir den jeden hier... Ah, da geht es natürlich nicht. Um zwei erweitern. Zeit hoch, dann soll es schnell gehen. Ja, das geht immer noch nicht. Hierhin? Nee, ist falsch. Warum sagt denn keiner was? So. Besser, ich merke es jetzt noch. Besser. Aber ich bin natürlich auf die Anlage wieder angewiesen. Also die muss wieder laufen. Was stimmt hier nicht? Kann sein, dass der einfach so war. Das ist natürlich in der Symmetrie der Leitungen stimmt jetzt etwas nicht, aber das ist auch der einzige Ort, wo hier überhaupt was stimmt. Sonst haben wir ja sowieso freier Leitungsverlauf. Okay, der Baggage Claim hier kommt weg, ist ja klar. Und sobald die Mauer gebaut ist, kann dann auch
die hier weg. Die Planung kann auch weg und... Ah doch, das stimmt. Der Gang ist nur noch falsch, natürlich. Aber da habe ich mich noch nicht entschieden, was wir jetzt da genau machen. Dann, auf jeden Fall, braucht es Mülleimer. Besser zu viele als zu wenige. Hierhin, hierhin, da ist es schon. Da hinten fehlt noch ein Stückchen grüner Boden. Und da fehlt sowieso noch einiges am Boden. So, warum ist jetzt der pink hier draußen? Da sind alle. Da ist einer weniger, warum? Ah. Ja, schön merkt man das noch. Das hatte ich natürlich gewusst, das wollte ich jetzt nur verschweigen, oder? Dass ich das nicht wusste. Gut, hier schnell diese Rampe, die immer noch gratis ist. Füllen wir mal diesen und diesen. Und die anderen beiden eigentlich auch gerade. Dann ist da noch ein bisschen Zaun übrig geblieben. Da, so. Da vorne wurde auch fertig gebaut. Das kann weg. Und das kann weg. Und da seht ihr, wenn der Müll... Also wir müssen eine Schlaufe für den Müll machen und eine für Delivery. Denn ihr seht, wenn der Müll hier kommt, dann stauen die Delivery sich hier auf der Straße. Das ist natürlich nicht das Ziel. Überhaupt nicht. Okay, aber der Müll sollte auch nicht zu weit weg sein. Das ist auch das Problem. Weil sonst bringt es mir da auch nichts. Dann machen wir es so ab hier. Da ist ja noch Eingang, also... Ne, da ist Ausgang, genau. Da oben ist der Ausgang, genau. Und gleich nach dem Ausgang, weil sowieso alle nach links unten laufen, machen wir den Müll. Und ich baue den jetzt rückwärts. Das heißt, hier. Bisschen Kulanzabstand. Ein bisschen ausgedehnter, oder? So. Das wird die Müllzone. Und Delivery setzen wir einfach weiter nach oben. Weil, ganz ehrlich, da müssen die halt ein bisschen weiterlaufen, die Bauarbeiter. Aber das ist ja nicht der Weltuntergang. Wichtig ist nur, dass man jetzt Delivery nicht schon abreißt. Haben wir auch mal hingekriegt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dass es gleich ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also hier, der hier. So. Gut. Ja, und da seht ihr... Ja, die wollen hier schon zum Flughafen kommen und es staut sich hier alles. Aber gerade ganz alles. Es wird kein guter Tag, glaube ich. Wenn die Busse sich hier so durchschlängeln müssen. Aber wir können stolz sein, dass der Baggage Claim hier fertig ist. So, hier drin kommt auch nochmals der Boden rein. Da haben sie fertig gebaut. Da könnte ich ja schon mal die hier hinbauen. Und zwar sind die hier gegen oben. Computing. So. War ich gerade überlastet, oder wie? Also, das Game braucht doch 60% meiner CPU, die nicht schlecht ist. Also, ich habe...
CPU liegt bei einem Takt von 4,0. Wo ist hier? Delivery, da. Wir machen es mal neu da drüben. So. Und dann bauen wir hier schon mal die Dumpster ab. Denn ich habe keine Lust, jetzt 100 neue zu kaufen. Und setzen das Ganze wieder hier hin. Also das kann man nur setzen, wenn man Garbage-Zone hat. Das ist ja auch toll. Damit müssen sie jetzt ohne auskommen. So, weg damit. Er hat es noch nicht mal gecheckt, dass ich keine... Ah, nee, er hat es nicht. Er hat es nicht angenommen. So. Jetzt hat er es gecheckt. Und der Garbage hat natürlich gerade den Eingang. Und hier sollten wir auch gerade den Eingang machen, weil ja da die Delivery-Zone ist. So, ich kann 32 kaufen, ohne dass ich einen Cent bezahle. Wollen wir jetzt das mal schön machen? Ich weiß ja nicht. Hier immer mit einem Abstand dazwischen. Und gegen innen, also ich kann ja mal hier das gleiche machen. Jetzt können wir schauen, wie es aufgeht. Ja, es geht, wie ihr seht, geht es nicht auf. Ah, doch. Es geht so auf. Schön. Das passt mir natürlich wieder. Und wir machen sie... Wir machen sie noch eins... machen wir sie eins länger. Wie viel habe ich gekauft? Wir haben noch 6. Ja, komm, wir machen sie noch eins länger. So. Und das müsste ja erstmal reichen. Dann diese Straße hier. Die können wir eigentlich noch brauchen. Was wir nicht brauchen können, ist das hier. Und weil hier können wir eigentlich jetzt eine weitere Zusammenbindung machen. Zum Glück habe ich es schön im Abstand gemacht. Ah, es geht ja gar nicht. Doch, es geht anders. Es würde anders gehen. Dann hier ein Tor. Da rein. Dass alle Bauarbeiter, was hier angeliefert wird, sofort hier reinlaufen können. Das ist eine ganz gute Sache. Wie sieht es hier aus? Ja, da fehlt der Boden, aber sonst gut. Ja, haben wir viele verschiedene Sachen geschafft, diese Folge. Und jetzt können wir dann beginnen, dieses Layout, das wir jetzt hier gerade haben, da nach drüben zu kopieren. Aber auf die nächste Folge werde ich noch ein bisschen das Geld spielen lassen. Wir haben ja noch ein bisschen Geld. Wo soll ich ausbauen? Theoretisch ab hier kann man einmal Beton durchziehen. Dann machen wir doch das. Soweit wir kommen, sage ich mal. 412. 423, ja. Gleich mal das Maximum ausloten. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Nächste Folge wird es fertig gebaut sein. Dann müsst ihr immerhin das nicht ertragen, wie es hier wieder ruckelt. Seid auch da wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.